Beschlussfähig, deswegen fange ich jetzt an. Der Stream läuft, großartig. Willkommen zur 129. Sitzung. Es ist der 17.02.2015. Der Tagesordnungsentwurf steht im Pad. Ich übernehme die Sitzungsleitung, wenn es keinen Widerspruch gibt. Das ist auch weiterhin nicht so. Dann kommen wir zu Abwesenheiten, Anwesenheiten und so weiter. Olli ist nicht da, hat sich entschuldigt, hat auf mich delegiert. Der Gerald ist nicht da, hat sich entschuldigt. Die Susanne ist nicht da, hat sich entschuldigt. Alexander Morlang ist nicht da, hat sich auch entschuldigt. Aber gestern, der ist wahrscheinlich von gestern immer noch krank. Insofern auch gute Besserung. Andreas Baum ist gerade eingetroffen, auch völlig rechtzeitig. Naja, fast. Just in time. Genau, also noch ist ein 9 nach. Das heißt, du kriegst nicht mal die erste Minute angerechnet. So, damit sind wir beschlussfähig und alle anderen sind auch da, wenn ich das richtig sehe. Ja, gut. Die Tagesordnung, es liegen mir keine Änderungen zur Tagesordnung zum Vorschlag vor. Ist das weiterhin so? Gibt keine spontan, dann machen wir das so. Und die Tagesordnung gilt als beschlossen. Ich habe keine Ankündigungen und Ansagen. Möchtest du was ansagen? Möchte jemand anderes was ansagen? Niemand möchte was ansagen. Wir schreiten fort zum Tagesordnungspunkt 1.5. Finanzen, die stehen im Pad und können weitergehen zum Tagesordnungspunkt 2, Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung unter 2.1. Gibt es Aussprachebedarf zu diesem Protokoll? Ist nicht der Fall. Gibt es, dann kommen wir zur Abstimmung, wenn das schon so drin steht. Wer ist denn dafür bzw. dagegen, dieses Protokoll zu beschließen? So, das ist einstimmig bei Enthaltung von Herrn Baum. Nee, Herr Baum meldet sich auch. Gut, bei Enthaltung von Phil und Simon K. Dankeschön, damit ist das angenommen. Haben wir Gäste für eine aktuelle Viertelstunde da? Du bist ja quasi Teil der Familie, das zählt nicht. Darf nicht. dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 4, dem Plenarablauf. Da übergebe ich an meinen geschätzten Kollegen Heiko Herberg, der jetzt die Sitzungsleitung übernimmt. Bitte schön. Danke. So, bisher sind keine Senatoren oder Senatorinnen oder Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen entschuldigt. Es wird mal wieder eine Sitzung sein, wo alle da sein werden. So, unter Tagesordnungspunkt 0 wird es Gedenkworte zu dem verstorbenen Richard Weizsäcker geben. Wäre gut, pünktlich zu sein. So, ist wichtig. Ja, der hat mal eine Rede gehalten. Er ist sogar Ehrenbürger. Das ist Hindenburg auch. Ja, aber den wollen wir ja streichen. Du kannst gerne vorschlagen, Weizsäcker zu streichen, aber ich glaube, damit wirst du nicht so viel davon haben. So, danach wird es einen Geschäftsordnungsantrag von den Linken geben, und zwar den Antrag mit der Drucksache Nummer 17-1690, die Ausschussüberweisung aufzuheben. Das ist der, wo gerade der Zwischenbericht in der Tagesordnung 25 draufstehen wird. Das heißt, die Linke wird eine Fürrede halten, die Koalition wird möglicherweise eine Gegenrede halten. Dann wird die Koalition der Ausschussüberweisung das ablehnen und dann bleibt das Ding im Ausschuss versenkt. Das ist halt, weil das schon, es ist die Hindenburg aus der Ehrenbürgerliste, nämlich streichen, der Antrag. der seit, warte mal, wie lange schon, also über die 6 Monate hinaus im Ausschuss rumliegt, und die Koalition hat jetzt einen Zwischenbericht, also nachdem die Linken verlangt haben, dass es einen Zwischenbericht gibt, der mit dem Plenum bekannt gibt, warum der immer noch im Ausschuss liegt, hat die Koalition einen Zwischenbericht mit Mehrheit durchgedrückt, der sagt, wir haben noch politischen Abstimmungsbedarf. Und das ist der Zwischenbericht. Und das findet die Linke nicht lustig, und deswegen möchte sie gerne, dass das Ding überhaupt nicht mehr im Ausschuss ist, sondern direkt ohne Beschlussempfehlung ins Plenum zurückkommt, damit man den abstimmen kann. Da wird wahrscheinlich SPD und CDU dagegen sein, und zwar bis zum Ende der Legislaturperiode. So, dann kommen wir zur Aktuellen Stunde. Die wird sein, das Bäderkonzept. Sie haben das eh noch weggestrichen. Genau, das wird das Bäderkonzept. Nicht ein Bäderkonzept, nicht zwei Bäderkonzepte, sondern das Bäderkonzept. Wird abgestimmt, also wir
stimmen erst darüber ab, aber die Mehrheiten in diesem Haus sind seit einiger Zeit klar verteilt. Dementsprechend wird das Bäderkonzept auch rankommen. Ich glaube, dass unser sportpolitischer Sprecher Andreas Baum dazu auch reden wird. Viel Spaß. So, Fragestunde könnt ihr wie immer gerne an Martin und mich schreiben, wenn ihr irgendwas habt. Oder ins Pad. Du hast schon was? Ja. Super. Den bösen. Okay, das kann ich mir schon fast denken. Ich wollte auch eine Frage an Herrn Manschel. Genau. Wo sind die restlichen Pfannkuchen gelandet? Nein, wir diskutieren jetzt diese Fragen hier nicht. Nein, das war eine Frage und gut ist. Ich würde gerne die erste Frage stellen, wenn es geht. Ja, wir haben das im Kopf und kriegen das sicherlich auch hin. So, dann geht es weiter mit Tagesordnungspunkt 3, was diesmal nicht die Prioritäten sind, sondern der Zwischenbericht, und zwar zur Enquetekommission Neue Energien für Berlin, Zukunft der energiewirtschaftlichen Strukturen. Hier wird der Vorsitzende mit 10 Minuten sprechen und danach haben die Fraktionen in der Reihenfolge ihrer Stärke 5 Minuten. Ich gehe davon aus, dass unser ordentliches Mitglied Pavel Meyer der Enquetekommission dazu auch sprechen wird. Steht eine ganze Menge Interessantes auch in diesem Zwischenbericht. Das ist, kann man sich mal durchlesen, wenn man eine ruhige Minute hat. So, Tagesordnungspunkt 4. Dann kommen wir jetzt zu den Prioritäten. 4.1, die Linke, das wird der Tagesordnungspunkt 22 sein. Das ist der gemeinsame Antrag der Opposition, Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der Ursachen, Konsequenzen und Verantwortung für die Kosten- und Terminüberschreitungen bei der Sanierung der Staatsoper unter den Linden. Der wird jetzt auch nur noch an den Recht- und an den Hauptausschuss überwiesen, so wie auch alle anderen Untersuchungsausschüsse vorher und nicht noch zusätzlich an Kult, wie die Koalition es erst noch wollte. So, genau. Dann Priorität Piraten, springen wir weiter. Priorität SPD. Ja, es sind keine Anträge auf der Tagesordnung. Keine. Priorität der Fraktion der CDU. Ja, es sind keine Anträge oder Beschlussempfehlungen oder irgendwas von der Koalition auf der Tagesordnung. Was von uns nehmen. Sie haben, nee, also Sie wollten erst einen grünen Antrag aufmachen. Daraufhin haben die Grünen sich dann echauffiert, dass man doch nicht einfach fremde Anträge aufmacht. Das haben die dann aber diesen Spaß auch sein lassen. Gut, weil das wäre uns eine Rederunde für mich gewesen, hatte ich keine Lust drauf gehabt, weil das ist ein doofer Antrag gewesen. So, dann Priorität der Grünen wird der Tagesordnungspunkt 9. Das ist eine ganze Reihe von Anträgen. Und zwar fängt das an mit A, das ist unser Antrag, die Beschlussempfehlung zu flexible Betreuungsangebote im Vorschulalter. Der ist mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten auch mit geändertem Berichtsdatum abgelehnt worden. Dann B, von den Linken eine Beschlussempfehlung fördern statt testen, Sprachförderung für alle, ist mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten auch mit geändertem Berichtsdatum abgelehnt worden. Dann C, von den Linken eine Beschlussempfehlung Kita-Bedarfsprüfung abschaffen, ist ebenfalls mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten mit geändertem Berichtsdatum abgelehnt worden. D, von den Linken eine Beschlussempfehlung Eigenanteil der Kita-Träger abschaffen, Stufenplan vorlegen, ist auch mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten mit geändertem Berichtsdatum abgelehnt worden. E, ein Antrag von den Linken, Beschlussempfehlung Kitas als Partner im Netzwerk Kinderschutz stärken, ist auch mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten mit geändertem Berichtsdatum abgelehnt worden. Und F ist ein Antrag der Grünen, qualitätsgerechte Personalausstattung für die Kindertagsbetreuung. Der soll überwiesen werden an Bindung, Jugend und Familie sowie an den Hauptausschuss. So, das waren sie jetzt alle. Genau. So, wer macht das von uns? Der Herr Kowalewski starrt so wild in seinen Bildschirm. Wir haben A bis F Kita. Ach ja, das muss ich mal machen. Gut. Das musst du nicht machen, sondern du machst es. So, kommen wir zu Tagesordnungspunkt 10. Das ist die Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Jugendbildung und Familie, und zwar von den Grünen. Kita-Offensive 1, bedarfsgerechte Kita-Versorgung für Flüchtlingskinder. Der ist mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten abgelehnt worden. Der wird zusammenberaten mit Tagesordnungspunkt 16. Das ist ein Antrag von den Linken,
Ankommen, Teilhaben, Bleiben, Flüchtlingspolitik für Berlin, hier Infrastruktur für Flüchtlingsarbeit in den Bezirken unterstützen, sowie B, Antrag von den Linken, Ankommen, Teilhaben, Bleiben, Flüchtlingspolitik für Berlin, hier Kita-Plätze für Flüchtlingskinder. Die sollen beide ebenfalls an Bildung, die sollen an Bildung, Jugend und Familie sowie an den Hauptausschuss überwiesen werden. Die Linken machen diesen Tagesordnungspunkt auch auf. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass das quasi zwar Kita ist, aber vor allen Dingen Spezialisierung auf das Thema Flüchtlingspolitik, dass Fabio das auch machen wird. Okay. So, Tagesordnungspunkt 11, Willkommensklassen in Schulentwicklungsplan verankern. Antrag die Grünen ist Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Jugendbildung und Familie sowie aus dem Hauptausschuss, ist gegen Grüne, Linke und Piraten abgelehnt worden, ohne Beratung. Nee, das ist 9. Vor ungefähr 10 Minuten. Das ist 9 gewesen. Es hört sich viel ähnlich an, sind aber viele verschiedene kleine Themenkomplexe. Also das Thema Kita ist diesmal riesig groß drauf gewesen. Tagesordnungspunkt 12 ist die Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Inneres, Sicherheit und Ordnung. Wichtig, da ist jetzt 17-20-89 neu, weil das mehrmals falsch war. Es hieß nämlich erst, also es ist ein Antrag von den Linken, amtliche Tiersammelstelle auskömmlich ausstatten. Es hieß erst in der Beschlussempfehlung mehrheitlich gegen Grüne, bei Enthaltung Piraten, auch mit geändertem Berichtsdatum abgelehnt. Das würde bedeuten, dass die Linke ihren eigenen Antrag abgelehnt hat. Ist ein bisschen sinnlos. Also hat man quasi das geändert in mehrheitlich gegen Grüne und Linke, bei Enthaltung Piraten abgelehnt. Das würde aber bedeuten, wir haben uns enthalten, haben wir uns aber auch nicht. Und jetzt heißt es endgültig mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten abgelehnt, weil wir nämlich alle dafür waren und die Koalition dagegen waren. Ja. So, jetzt wissen wir es. Wird auch eine Drucksachennummer wieder im Plenum liegen, wird auch in der Abwicklung, die wir euch dann zur Verfügung stellen, auch richtig dann stehen, sodass ihr nicht verwundert seid, sondern ihr wisst dann genau, welches Ärmchen ihr wann zu heben habt. So, hier hat die Linke aber noch einen Beratungsvorbehalt angemeldet. Das wird Phil dann machen. Gut, Phil wird dazu sprechen. Tagesordnungspunkt 13, Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für digitale Verwaltung, Datenschutz und Informationsfreiheit zum Antrag der Grünen. Datenschutz, Doppelpunkt, Förderung benutzerfreundlicher und sicherer E-Mail-Anwendung im Land Berlin. Ausrufezeichen. Nee, kein Ausrufezeichen. Einstimmig bei Enthaltung Grüne und Linke in neuer Fassung angenommen. Hier haben die Grünen Beratungsvorbehalt. Wer weiß. Wir sind mit der Koalition. Naja. Also, ich kann erklären, warum wir dem zugestimmt haben, während sich die anderen dann enthalten haben. Also, die Grünen hatten einen Antrag gestellt, der war soweit auch ganz sinnvoll. Dann hat die Koalition einen Änderungsantrag gestellt und da andere Sachen in den Antrag reingeschrieben, die zwar auch ganz sinnvoll waren, aber mit dem ursprünglichen Antrag nichts mehr zu tun hatten. Und ja, wir haben dann am Ende halt zugestimmt, weil das da durchaus, was sie da vorgeschlagen haben, durchaus vernünftig ist. Es hatte nur nichts mit dem ursprünglichen Antrag zu tun, aber man kann sich da auch enthalten. Wir haben halt zugestimmt. Ist ja völlig in Ordnung. So, Pavel. Du bist heute ein bisschen zu schnell für mich. Ich wollte noch zu dem Punkt vorher fragen, wieso Phil dazu redet. Ich habe irgendwie in Erinnerung, ich wollte nur Phil fragen, ob er eigentlich bei den Ausschussberatungen dabei war, weil ich in Erinnerung habe, dass es im Innenausschuss irgendwie Christopher da ziemlich gerentet hat. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Das kann ja vielleicht Christopher und Phil dann aufklären. Christopher. Also wenn ich kann natürlich auch zu dem Antrag irgendwie sprechen, aber das würde dann eher darauf abzielen, dass halt Frank Henkel als Innensenator genau für dieses Thema auch verantwortlich ist und als wir es dann im Innenausschuss besprochen haben, nicht vorbereitet war. Also erwartet man natürlich auch nicht anders von Frank Henkel, aber er war halt nicht vorbereitet, er hat halt nur Schwachsinn erzählt und hat halt auch nochmal irgendwie gezeigt, dass er dann dieses Thema nicht ernst nimmt. So, das heißt, dazu könnte ich mich dann auch irgendwie äußern, aber es ist eigentlich natürlich ein tierpolitisches Thema, weil es da um dieses Tierheim geht. Auf der anderen Seite ist es
auch ein Innenthema, weil es um die Frage geht, wie der Innensenat jetzt dieses Tierheim da finanziert, weil es in seine Verantwortung hineinfällt. Also es geht ja jetzt weniger darum, wie groß da irgendein Käfig sein soll oder wie irgendwelche Tiere gehalten werden sollen, sondern es geht um das Grundproblem, dass es einen Vertrag mit diesem Tierheim gibt, der irgendwann mal in den 2000ern abgeschlossen worden ist und der alleine schon aufgrund der Inflation natürlich nicht mehr funktioniert. Und die Linke hat da einfach beantragt, der Senat soll quasi neu evaluieren, in welcher Art und Weise man denn diesen Vertrag ausgestalten kann, ja? Und für die Zeit der Evaluierung halt eine Kostenübernahme der Mehrkosten. So, und dann meinte Henkel aber halt so, nö, das müssen wir nicht machen, weil das läuft weitestgehend gut. Und dann war halt die Nachfrage, gut, wenn es weitestgehend gut läuft, dann hat ja Ihre Verwaltung im Vorfeld dieser Sitzung schon eine Analyse gemacht. Diese Analyse ist ja eine Forderung des linken Antrages. Dann legen Sie uns diese Analyse bitte vor, wenn alles irgendwie in Ordnung ist. Ja, nee, also da hat mir meine Verwaltung gesagt, dass da alles in Ordnung ist. Und dann meinte ich so, ja gut, das heißt, Ihre Verwaltung hat Sie im Vorfeld dieser Sitzung also nicht darauf vorbereitet. Und dann, ja, also bei uns kamen keine Beschwerden an. Und das, also es wurde dann halt am Ende so absurd, dass er sagte, ja, wenn denen das vom Tierheim nicht gefällt, dann können die ja von ihrer Seite aus diesen Vertrag kündigen. Um dann zwei Wortbeiträge später nochmal zu sagen, dass das ja eh nicht passiert, dass sie das kündigen. So, also wo ich dann auch zu ihm meinte, gut, das ist halt so eine Argumentation, die kenne ich aus dem um die Diskussion mit dem Hauptstadtvertrag mit den sicherheitsbedingten Sonderbla, ne, wo der Bund beziehungsweise wo Bayern und Hessen bestimmt auch gerne sagen würden, ja, also Berlin kannst gerne aus dem Vertrag raus, dann kriegst du keine 60 Millionen Euro im Jahr. Also können wahrscheinlich alle wunderbar mit leben, macht Berlin ja auch nicht. Also so. Damit so ein bisschen diese Diskussion da abgerissen und es wäre halt eine Gelegenheit, um nochmal irgendwie zu illustrieren, dass dieser Mann halt wirklich nichts kann, außer rumsitzen und atmen, aber Phil kann sich da auch gerne tierschutzpolitisch zu äußern. Phil? Ja, ich war zu der Diskussion im Rechtsausschuss und es ist tatsächlich aus tierschutzpolitischer Sicht so, dass das Tierheim inflationär überlastet ist. Wir haben nur dieses eine große Tierheim oben am Rande der Stadt und es ist einfach überlastet. Und wenn in der Innenverwaltung das niemandem bekannt ist, dann ist das schon auf jeden Fall ein Skandal. Und Henkel hat ja anscheinend überhaupt keinen Plan dazu gehabt. Also gerne kann ich da dann auch nochmal was zu sagen, auch wenn ich da nicht dabei war, aber ich kann das dann so machen, so, ja, ich habe ja gehört, dass... Allerdings, da hängt jetzt auch mein Herz nicht unbedingt dran. Wenn Christopher da gerne draufhauen möchte oder wenn die Fraktion das so sieht, dass man da nochmal ein bisschen Henkeldampf machen kann, was jetzt weniger also so meine Ausschüsse betrifft, dann weiß ich nicht. Also, wie gesagt, da hängt mein Herz nicht dran, aber ich kann es auch machen. Also. Martin möchte was sagen? Ich finde, wir haben unsere tierschutzpolitischen Positionen in letzter Zeit ausreichend deutlich gemacht. Ich fände es ganz schön, Christopher dem Senator ohne besondere Kompetenz nochmal einen einschenkt. Wenn er das möchte, fühlst du dich dazu berufen? Christopher. Ja, dann mache ich das. Okay. Simon hat einen GO-Antrag? Oder wer möchte was sagen? Heiko, haben wir gerade die Tagesordnungspunkte 5 bis 8 übersprungen? Oder hast du gerade die Tagesordnungspunkte 5 bis 8 übersprungen? Weil, Tagesordnung wir sind die Prioritäten durchgegangen. Die letzte war Tagesordnungspunkt 9. Dann hatte ich den Eindruck, dass du mit Tagesordnungspunkt 10 direkt weitergemacht hast, obwohl 5 bis 8 gar nicht. Ja, ich bin da rüber gesprungen, weil ich quasi von der letzten Priorität Bast 9 war. Ich komme dann gleich wieder zurück. Gut, ja, das ist... Deswegen war Pavel verwirrt. Pavel hatte allen Grund, zu verwirrt zu sein. So, also, damit wir jetzt völlig verwirrt sind. Wir haben jetzt Tagesordnungspunkt 12 nachträglich nochmal geändert. Dort wird Christopher reden. Wir haben den Tagesordnungspunkt 13 geklärt und springen jetzt zurück zu Tagesordnungspunkt 5, nämlich dahin, wo es eigentlich nach den Prioritäten weitergeht. Weil die letzte Priorität der Grünen ist der Tagesordnungspunkt 9 und dann bin ich fälschlicherweise zu Tagesordnungspunkt 10 weitergesprungen, weil es ja so einfach war. So. Du machst es dir immer so einfach.
So, dann kommen wir nämlich erstmal zu den ersten Lesungen, bevor wir nämlich zu den Beschlussfassungen kommen. Und da ist nämlich Tagesordnungspunkt 5, zwei Gesetze von den Grünen, und zwar nämlich das eine ist ein Gesetz, das andere ist ein Antrag, oder? Also wir haben dort A und B von den Grünen, das ist einmal Spielräume auf Landesebene für den Schutz von Hinweisgeberinnen nutzen, Römisch 1, Gesetz zur Verbesserung des Schutzes von Hinweisgebern, sowie den Antrag von Bündnis 90 Die Grünen, Spielräume auf Landesebene für den Schutz von Hinweisgeberinnen nutzen, Römisch 2, ist auf Beratung und soll überwiesen werden an Innensicherheit, Ordnung, federführend, an den Rechtsausschuss, an den Verfassungsschutzausschuss und an den Hauptausschuss. Herr Weiß, Herr Lauer, wer möchte zu Whistleblowing reden? Simon fühlt sich berufen. Hinweisgebungen. In sich O, Recht, Verfassungsschutz und an den Haupt. Also alles, was irgendwie mit... Ja. Es wird im Haupt sowieso erstmal, wird dann eh noch in den Unterausschuss PRPW versenkt und dann liegt es dann auch nochmal ein Jahr lang rum. So, also Simon wird reden. Der kann auch mit dem Klaus Lederer, wie heißt er von den, mit dem Bären auch ganz gut. So. So, Tagesordnungspunkt 6, Wahlen. Nachwahl eines Mitglieds des Richterwahlausschusses sowie der Stellvertretung ist erstmal wieder vertagt. Siebtens, Wahl von 15 Mitgliedern des Beirates der Berliner Stadtwerke GmbH ist vertagt. Das ist viel lustiger. 8. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit, Integration, berufliche Bildung und Frauen zum Antrag von den Piraten. Hürden im Alltag beseitigen, Unisex-Toiletten in öffentlichen Gebäuden anrichten. Ist einstimmig bei den Hatten Grüne, Linke und Piraten in neuer Fassung angenommen worden. Keine Beratung auf der Konsensliste. Tja, warum? Weil wir unseren Willen durchgesetzt haben. Ja, wir sind erfolgreich gewesen. Die Piraten haben... Ich trete auch gar nicht nach. Ich finde Unisex-Toiletten total super, da muss ich nicht mehr aussuchen, wo ich hingehen muss. Hey, ich find das doof. Fabio möchte aber was sagen. Fabio möchte reden dazu. Wir haben es gestern im Arbeitstreffen besprochen und haben festgestellt, dass wir durchaus die Option sehen, dazu auch nochmal zu sprechen. Unter anderem, weil das Thema, also es ist nicht so dringlich wie manche andere Anträge, aber es ist halt schon so, dass wir da immer noch Potenzial sehen, halt darzulegen, was halt die Notwendigkeit ist. Es haben sich mehrere Abgeordnete anderer Fraktionen eben auch so ein bisschen abfällig nochmal zu dem Thema geäußert und auch festgestellt, dass es halt eben nicht so eine große Gruppe von Menschen betrifft, die das letztendlich, die davon halt Vorteile hätten oder denen das ein Anliegen ist. Und ja, es ist jetzt kein medialer Superbrenner, aber aus unserer Sicht war es dann eben schon so, dass wir gesagt haben, es macht schon Sinn, das nochmal aufzumachen, wenn es jetzt nicht ganz drei andere dringliche, wichtige Anträge gibt. Okay, dann kommen wir später nochmal dazu. So, Tagesordnungspunkt 9 war die Prio der Grünen. Tagesordnungspunkt 10, 11, 12 und 13 hatten wir vorhin gerade schon durch das forsche Vorgehen von mir behandelt. 14. Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Bauen, Wohnen und Verkehr zum Antrag Die Linke. Nein zur sogenannten Mietpreisbremse der Bundesregierung ist mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten auch in neuer Fassung abgelehnt worden. Hier haben die Linke Beratungsvorbehalt angemeldet. Ich würde schon mal prophylaktisch auf Wolfram schauen, auch wenn das theoretisch das Thema eines anderen ist. Ich muss das leider ablehnen, da mein mehrfach verschobener Operationstermin jetzt auf genau diesen Donnerstag gelegt wurde. Es kann natürlich sein, dass er wieder verschoben wird, das erfahre ich aber erst morgen. Und ich würde eigentlich unseren Sprecher für Wohnen und Mieten und so weiter da in der Verantwortung sehen und würde ihm das gerne antragen, auch wenn er jetzt im Augenblick gar nicht hier ist. Im Zweifelsfall stehe ich natürlich als Stand-in da zur Verfügung, aber nur dann, wenn die Operation nicht stattfindet oder nicht festgeplant wird. Okay. Kurze Nachfrage, habe ich zufälligerweise die Priorität der Linken, Tagesordnungspunkt 22, Staatsoper übersprungen, weil das wäre... Nee, hast du gesagt, aber ja. Haben wir nicht... Also haben wir keinen Redner festgelegt. Ja. Einsetzungsurlaub.
es gibt da eine Vertretungsregelung, die sich auch schon eingetragen also hat. Also das ist dann quasi, wenn du nicht da bist, wird es an Andreas machen. Hat sich auch schon etabliert, der arme Andreas. Der wird richtig Spaß haben. Was zu tun am Donnerstag? Wer setzt sich dann auf Beratung? Die Linken. Das heißt, aktuelle Stunde, Fragestunde, dann wieder du, dann wieder du und dann hinten auch nochmal du. Gut. Der Andreas bekommt Airtime ohne Ende, das bringt Rhetoriktraining. Gratis. So. So, da ist bei 14, wird dann quasi zwischen Oliver und Wolfram entschieden, je nachdem, wer denn da ist. Und was machen wir, wenn keiner da ist, dann kümmern wir uns schon noch drum. Was ist so, denn jetzt 14 eigentlich? Die Mietpreisbremse der Bundesregierung. Ja, da kann. Nein. Da, das kriegen wir hin. So, 15 ist die Vorlage zur Kenntnisnahme. Dort ist die zweite an Bildjuk FAM überwiesen worden. Das ist irgendwas mit Lehrern gewesen. Ich weiß es aber nicht aus dem Kopf gerade. Ach so, ja, ja, die Weiterbildungsverordnung für genau. Lehrkräfte. Ja, ja, das ist okay. Weiterbildungsverordnung. So, Anträge. Tagesordnungspunkt 16a b ist bei Tagesordnungspunkt 10 gewesen. Tagesordnungspunkt 17, Antrag Grüne und Linke, Initiative für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt weiterentwickeln, römisch 3, lesbische, schwule, bi, transsexuelle, transgender und intersexuelle LSB, TTTI, Flüchtlinge unterstützen jetzt. Ist Beratungsvorbehalt Grüne und wird überwiesen, Arbeit, Integration, Frauen federführend sowie an den Gesundheits- und Sozialausschuss. Will das vielleicht Fabio übernehmen, damit der Andreas nicht noch eine Rederunde hat? Oder will er das Andreas das auch noch machen? Ja, das ist wieder dieser Scheiß. Könnt ihr euch einfach abklären und dann mir Bescheid geben, wer es machen möchte dann? Gut, dann klärt ihr das einfach noch und sagt mir bitte bis morgen dann Bescheid. So, 18, Antrag der Fraktion. Ja, Andreas? Das war jetzt kein, das kommt sicher, ja? Oder ist das noch irgendwie Beratungsvorbehalt und man weiß es nicht? Es ist ein Beratungsvorbehalt. Okay. Und wovon hängt der ab, weiß man nicht. 8.30 Uhr morgen. Okay, gut. Vom Pegel von Bene. Je nachdem, ob Bene erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist. Weiß man jetzt nicht, was das heißt. 18. Antrag Die Grünen, Leistungen für Energieschuldenberatung am Bedarf der Berlinerinnen und Berliner ausrichten, Betroffene nicht im Dunklen und Kalten sitzen lassen. Wird überwiesen an Gesundheit und Soziales an den Hauptausschuss, Beratungsvorbehalt. Davon gehe ich dann aus, dass dann der Alexander dazu reden wird. Wenn es kommt. 19, wieder Die Grünen, Berlin braucht mehr soziale Erhaltungsgebiete, Mieterschutz stärken und Spekulation eindämmen, Beratungsvorbehalt. Das ist auch Wolfram. Gleiche Argumentation wie vorhin. Ich würde eigentlich auch hauptsächlich unseren mietenpolitischen Sprecher sehen, aber... Nee, krank weiß ich nicht. Ich hoffe, dass er rechtzeitig wieder verfügbar ist. Ich kann dort leider keine feste Zusage machen, sehe ich mich außerstande. Okay. Tagesordnungspunkt 20, Piraten, freie Fahrt mit Bus und Bahn, Schadstoffbelastung minimieren, Überweisung Bauwerk federführen und Stadtentwicklung, Umwelt mitberaten. Wenn der beraten werden soll, dann gehe ich davon aus, dass Andreas Baum dazu reden wird. Freie Fahrt für Bus und Bahn, yay. 21, die Piraten, Finanzierung von Schallschutzmaßnahmen am Flughafen Tegel, frühzeitig planen, Vorbereitung für deren Umsetzung bedingen. Es wird überwiesen an Stadt um und an den Hauptausschuss. Wenn der beraten wird, dann gehe ich in dem Fall auch von dem verkehrspolitischen Sprecher Andreas Baum aus. Andreas nutzt, er nickt. Er nutzt. Er nutzt. Er nutzt die Gunst der Stunde. 22 war die Prio der Linken. 23, Antrag Die Grünen, mehr Transparenz, kein Netto-Nebenhaushalt, Planungssicherheit, Lottomittel in den Haushalt. Ohne Beratung wird überwiesen an den Hauptausschuss. Der Präsident merkte an, dass er genau den gleichen Titel mit genau dem gleichen Antrag, glaube ich, schon mal irgendwann in der letzten Wahllegislaturperiode von den Grünen gelesen hat. Ja. Ja, ist ja auch völlig erlaubt. So, das ist halt echt praktisch, wenn man eine Fraktion ist, die schon länger dabei ist, dann hat man in der Schublade quasi immer die gleichen Anträge, die man immer wiederholen kann, wo man weiß, dass wenn man nicht an der Regierung ist, die sowieso abgelehnt werden. Also, und die man, wenn man in der Regierung ist, dann in der Schublade liegen lässt. Das ist erstaunlich. Nicht in der Ja, aber Fabio möchte dazu was sagen. Ja, man muss ihnen halt schon zugestehen, das ist halt konsequent, weil ich meine, ich glaube, das war Saleh, hat er in der vorletzten
Plenarsitzung darauf umgeritten, dass die Grünen halt selber dort irgendwie mit Pop auch im Vorstand sitzen und auch bei der Verteilung der Gelder mithelfen und dann nicht sich darüber beklagen können, wenn andere Gelder halt nicht über den Landeshaushalt verteilt werden. Und jetzt bringen sie halt ihren alten Antrag nochmal ein, um dem Vorwurf halt sozusagen was entgegenzusetzen. Finde ich zumindest sinnvoll an der Stelle. Könnte man auch urteilen, mit getroffenen Hunde bellen nicht. Oder bellen? Oder was? Nee, bellen. Bellen, ist egal. So, 24, Antrag der Piraten. Geflüchteten den Zugang zu Gesundheitsleistungen gewähren. Wenn der beraten wird, wird an Gesundheit und Soziales ein Hauptausschuss überwiesen. Und wenn der beraten wird, dann gehe ich davon aus, dass Fabio dazu reden wird. Nein, Andreas wird nicht dazu reden. Nein, du darfst jetzt nicht mehr. So, 25 ist der Zwischenbericht gemäß § 27 Absatz 4 der Geschäftsordnung. Das ist der Zwischenbericht aus dem Ausschuss für kulturelle Angelegenheiten zum Antrag Die Linken Hindenburg aus der Ehrenbürgerliste Berlins streichen. Hier ist noch ein Besprechungsvorbehalt von den Linken. Wird Phil dann auch machen. Ich gehe aber davon aus, dass die wahrscheinlich wegblasen. Ja, also wenn da noch was zu sagen ist. Nicht anfassen. Ja, obwohl bei der ersten Lesung hatte sich Olli das Thema geschnappt, weil der das gerne machen wollte als Sprecher für antifaschistische Aktion. Und falls er da ist und das auch machen will, ich werde ihn nochmal kontaktieren, ob er das machen will. Und dann okay, vielleicht führt das ja dazu, dass er da anwesend ist. Also ich würde Olli erstmal setzen, weil er halt beim ersten Mal auch das gemacht hat. Okay. Gut, danke. Dann sind wir mit der Tagesordnung erst einmal durch und wir haben die Tagesordnungspunkte 8, das ist die Unisex-Toilette. Wir haben den Tagesordnungspunkt 20, das ist freie Fahrt mit Bus und Bahn. Wir haben den Tagesordnungspunkt 21, das ist die Finanzierung der Schallschutzmaßnahmen in Tegel. Und wir haben den Tagesordnungspunkt 24, das sind die Geflüchteten, die Gesundheitskarte geben. GK. So, gibt es Vorschläge eurerseits von diesen vier, die zur Priorität werden sollen? Hast du das schon vorgeschlagen? Ich habe es noch nicht vorgeschlagen, aber Andreas wird es ja jetzt auch vorschlagen, sonst würde ich es auch vorschlagen. Andreas schlägt vor, und zwar Trommelwirbel. Natürlich fahrscheinlos. Tagesordnungspunkt 20. Guter Slogan. Ja. Natürlich fahrscheinlos. Natürlich fahrscheinlos. Der Andreas. Nee, ich meine, das ist natürlich ein Thema, was auch uns in Zukunft noch öfters hier begegnen wird und deswegen wäre es sinnvoll, das nicht irgendwie am Ende der Tagesordnung zu versenken, sondern wenn wir das beraten wollen, dann sollte es auf jeden Fall unsere Priorität werden, ansonsten müssen wir irgendwie gucken, dass wir das vertagen. Das heißt also schön jetzt das machen. Gut, der Vorschlag ist, ich sehe, dass kein weiterer Vorschlag ist, dann gibt es Widerspruch gegen diesen Vorschlag, ich sehe, gibt auch keinen Widerspruch, dann machen wir den zur Priorität. So, dann haben wir noch zwei weitere Zugriffe und wir haben noch Tagesordnungspunkt 8, 21, 24 oder jeden anderen auf der Tagesordnung befindlichen Tagesordnungspunkt. Gibt es Vorschläge eurerseits, was ihr gerne beraten wollen würdet? So, Wortmeldung Simon Kowalewski, dann melde ich mich. Ja, ich würde dann doch nochmal die Unisex-Toiletten da ins Feld werfen, weil ich finde, wir sollten auf jeden Fall auch über die Gesundheitskarte sprechen, das ist ja auch ein gutes Thema, und über die Unisex-Toiletten, und ich glaube, das mit dem Schallschutz braucht man nicht unbedingt aufmachen, finde ich. Ist nicht so wichtig. Also Simon hat quasi Tagesordnungspunkt 8 Unisex-Toiletten und Tagesordnungspunkt 24 die Gesundheitskarte der Flüchtlinge aufgemacht. Ich würde den Tagesordnungspunkt 21 Tegel Schallschutzmaßnahmen auch mit reinbringen, weil es gibt kein anderes Flugthema auf der Tagesordnung und durch die ganze Rangelei, die es gerade auf der zwischen den Gesellschaften auch gibt, was Findung eines Geschäftsführers angeht und ähnliches, ist dieses Thema, egal worum es beim Flughafen geht, wird es in die Presse groß reinschaffen, und dass wir uns mal mit diesen Schallschutzmaßnahmen beschäftigen, wo eine ganze Menge Kosten möglicherweise auf uns zukommen, finde ich schon sehr sinnvoll. So, gibt es Vorschläge, die nicht damit zu tun haben, Begründungen sehe ich nicht, dann machen wir jetzt das geliebte Approval-Verfahren, ihr braucht nur das blaue Bämmelchen erst einmal. Und ihr könnt euch so oft melden, wie ihr wollt.
Wer dafür ist, dass der Tagesordnungspunkt 8, die Unisex-Toiletten, aufgemacht wird, der hebe bitte jetzt das Bömmelchen. Das sind 1, 2, 3, 4. Wer dafür ist, dass der Tagesordnungspunkt 21, die Schallschutzmaßnahmen in Tegel, aufgemacht werden, der hebe bitte jetzt das Bömmelchen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wer dafür ist, dass die Gesundheitskarte für Geflüchtete aufgemacht wird, der hebe bitte jetzt sein Bömmelchen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, damit ist die Unisex-Toiletten weg und 11 und 8 machen wir dann auf. So, damit haben wir auch unsere Rederunden, was das angeht, endgültig verteilt. Und wir sind mit der Tagesordnung dann durch. Ich habe vorne angesagt, dass mit den Gedenkworten pünktlich sein. Genau, alle Senatoren da. Ja, dann kann ich eigentlich wieder zurück an Geschäfts... Achso, ja, das mit den Redezeiten würde ich wieder im Umlauf machen. Außer es gibt schon Bedarf. Pavel, du kannst nicht mehr als 5 Minuten reden, falls das deine Frage ist. Deine Priorität. Nee, ist ja keine... GO-Antrag von Pavel. Ich soll noch gerne einen GO-Antrag zur Ende der Änderung der Tagesordnung stellen, weil wir offensichtlich jetzt recht schnell durchgekommen sind. Und zwar würde ich unter Sonstiges gerne noch das Abstimmungsverhalten dann morgen im Hauptausschuss beraten zu diesen zwei Punkten Verzinsung betriebsnotwendigen Kapitals und Umwandlung der Wasserbetriebe in eine GmbH, einfach damit wir alle irgendwie im Boot und im Bilde und in einer Richtung unterwegs sind. Ich hätte das jetzt nicht aufgemacht, wenn wir jetzt nicht so schnell durchgekommen wären, aber ich fände das jetzt ganz sinnvoll. Ich stelle deswegen den Antrag, das unter Sonstiges noch aufzunehmen. Dann schieben wir das ganz am Ende unter Sonstiges mit rein, übergebe dann an Martin und der kann es dann später auch aufrufen. Also ich habe erstmal keinen Widerspruch zu diesem GO-Antrag vernommen. Wobei Sonstiges, da kann man auch einfach so sonstige Themen aufnehmen. Da brauchst du keinen Antrag. Das geht schon. Nö, das liegt dann einfach in meinem Ermessen, ob ich das... So, Satzungsänderungs... Vielen Dank, Heiko, erstmal. Mit Redezeiten habt ihr jetzt nichts weiter. Ich dachte jetzt vielleicht Baum, der Andreas möchte vielleicht gleich was. Satzungsänderungsanträge haben wir dementsprechend nicht, parlamentarische Initiativen auch nicht, allgemeine Anträge auch nicht, Wahlen auch nicht. Dann kommen wir zu Terminen. Erstens unter 9.1, mein Vorschlag ist, in der nächsten Woche keine Fraktionssitzung zu machen, denn die nächste Woche ist eine Dazwischenwoche, in der nichts stattfindet. Also es fängt dann übernächste Woche wieder mit der Vorplenarwoche an. Insofern hätten wir auch genügend Zeit, da Anträge und so weiter zu beraten, um sie rechtzeitig einzubringen zur nächsten Plenarsitzung. Hat dazu irgendjemand Widerspruch? Ich mache das deshalb, weil wir mal beschlossen haben, in allen Sitzungen, die nicht Ferien sind, und das ist jetzt gerade mal nächste Woche, ist es weder eine Arbeitswoche noch eine Ferienwoche. Okay, gut. Das war das, was ich gerade gesagt habe, ja. Ja, das ist schlecht, weil dann müssten wir noch geschlossen in 3 Wochen. Hm? Ja, nicht, sondern ich so. Ja, möchtest du, wir sind eh so. Ja, wir haben noch Zeit, also ja, machen wir. Gut, du hast einen Antrag gestellt, gibt es da jetzt Widerspruch dazu? Ist nicht der Fall, dann machen wir hinten dran noch so einen kurzen geschlossenen Teil auf Antrag von Christopher. Okay, aber ansonsten mit der Fraktionssitzung dann übernächste Woche. Und es hindert euch ja niemand daran, einen Antrag, wenn es ganz dringend ist, fürs Plenum in den Umlauf einzustellen. Ja. Das wirklich hilft auch dabei, weiter oben zu landen, weil Heiko das dann auch zeitnah weitergeben kann, wenn du da bist. Ja, klar, wir können Urlaub. Heiko ist da. Stimmt, man kann ja deine Urlaubszeiten sogar im Rattenwein einsehen. Ich habe den ganzen Jahresurlaub schon beantragt. So, Veranstaltung der Fraktion haben wir bis zum nächsten Mal nicht. Es gibt aber Veranstaltungen der Abgeordneten, auf die ich hinweisen möchte. Zum einen am Samstag das Jubiläum der N64. Großes Event, weil steht auf Facebook, alle hingehen.
Und am Sonntag um 13 Uhr den Politbranche im Fortbüro. Ab 16 Uhr gibt es dann auch da eine Party mit Neujahrsempfang. Chinesisches Neujahr? Mhm. Stimmt, da bin ich auch eingeladen zum chinesischen Neujahr. So, sonstige Termine haben wir nicht. Besuchergruppen lese ich jetzt nicht einzeln vor. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 10, Sonstiges. Und da hat Pavel zunächst das Wort, weil er möchte das Abstimmungsverhalten der Fraktion im Hauptausschuss besprechen. Genau, das sind jetzt im Prinzip zwei Anträge gewesen, wo Heiko auch heute noch per Mail nachgefragt hat, zu sagen, warum ich so im Wirtschaftsausschuss abgestimmt habe, weil man kann da durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Ich weiß nicht, ob Heiko dazu gekommen ist, meine recht ausführlichen Antwort-Mail schon zu lesen, aber ich denke, also, okay, worum geht es im... ich wollte sie eigentlich gerade rein, aber im ersten Punkt geht es einfach darum, dass der Senat beabsichtigt, jetzt die... Achso. Doch, ich hab sie hier gerade... da, Sekunde. Jetzt bin ich raus. Ja. So, also ich war ja gestern zugegen, so. Während Pavel das macht, kann ich kurz auf den Sachverhalt nochmal, immer mit der Ruhe, Pavel, wenn du kannst das denn ergänzen, dann ist jetzt keine Lücke. Es gibt zwei Tagesordnungspunkte aus dem Wirtschaftsausschuss, die auch morgen im Hauptausschuss sind. Das ist zum einen eine Verordnung über die Verzinsung von Kapitaleinlagen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der BWB, der Holding. Die bei 6,1% liegen soll. Da wurde sich darüber gestritten und darüber streitet man sich, ob das denn angebracht wäre oder nicht. Der zweite Punkt, der gestern auf der TU der erste war, ist die Frage, welche neue Rechtsform die BWB bekommen soll. Die ist bisher eine Aktiengesellschaft und soll nach Willen des Senates und aller anderen Fraktionen außer Pavel. Also gestern war so die Abstimmung zu einer GmbH werden, wobei Pavel sich enthalten hat, stimmt, er hat nicht dagegen gestimmt, zu einer GmbH werden. Dafür gibt es auch Pro- und Kontra-Argumente und das sind die beiden Vorgänge. Das eine ist eine Vorlage des Senats auf ein Gesetz. Ist das eine Gesetzesänderung? Müsste eigentlich, ne? Eine war so Beschlussfassung. Vorlage zur Kenntnisnahme. Also Vorlage zur Kenntnisnahme, okay. Und das andere ist eine Verordnung, die eben so angepasst werden soll. So, Pavel, ist soweit? Hast du alles angepasst? Ja, also, meine Meinung ist 6, glaube ich. Ja. Gut. Vielleicht erstmal sagen, genau zu dem Punkt jetzt Umwandlung der Berliner Wasserbetriebe Holding von einer AG in die GmbH. Grundsätzlich ist es sinnvoll, das zu tun. Deswegen könnte man dem eigentlich auch zustimmen. So, aber weshalb ich mich dann enthalten habe, war, dass die Senatsvorlage einfach also vielleicht jetzt nicht eine Frechheit, aber zumindest ich das Gefühl hatte, dass die eigentlichen Gründe, warum sie das machen wollen, in der Antragsbegründung nicht genannt waren und stattdessen andere Gründe vorgeschoben wurden, die entweder nicht stichhaltig oder falsch waren. Und auch auf Anfrage zum Beispiel konnte der Senat nicht sagen, was kostet das jetzt, die Umbenennung, und wie viel sparen wir dadurch? So, da sieht man ja, wir sparen halt dadurch. Und was kostet das? Ja, das kostet halt Geld. So, das fand ich halt ein bisschen unbefriedigend. So, und das Zweite, was gesagt wurde, war ja, die Beteiligungsverwaltung kann mit AGs nicht irgendwie so gut umgehen, worauf so, und wegen Vereinfachung der Beteiligungsverwaltung habe ich gesagt, na gut, aber was ist mit den anderen AGs, die wir haben, wieso müssen wir dann jetzt ausrechnet die wegmachen und die behalten die anderen jetzt, und also auch das fand ich jetzt nicht schlüssig, dass die Beteiligungsverwaltung mit AGs nicht klarkommt.
Dann habe ich noch nachgefragt, also dann wurde als weiterer Grund ins Feld geführt, ja, bei einer GmbH kann man halt der Geschäftsführung Anweisungen geben, so, und bei einer AG nicht. Und dann habe ich gefragt, okay, welche Anweisungen wollt ihr denn jetzt eigentlich der neuen GmbH dann geben? Worauf dann die Antwort war, ja, wir haben eigentlich nicht vor, der irgendwelche Anweisungen zu geben, sondern das ist jetzt nur so präventiv für den Fall, dass wir eines Tages mal Anweisungen geben müssten. So, das war quasi der Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, es war grundsätzlich nachvollziehbar und sinnvoll, aber so, ich fand den Antrag, also die Begründung einfach, ja, wie gesagt, meiner Meinung nach sind das nicht die wirklichen Gründe, warum man das machen will. Und die wirklichen Gründe wollen Sie uns nicht so direkt offen mitteilen oder nicht offen darüber reden, warum Sie das machen wollen. So, das war, wie gesagt, Hintergrund bei der Enthaltung. Und insofern, ich meine, ist jetzt auch das Einzige, was, glaube ich, dann morgen überhaupt zur Abstimmung steht. Das andere ist ja, war ja nur eine Mitteilung zur Kenntnisnahme, aber nichtsdestotrotz wäre es da nochmal wichtig, weil da ja auch in der Presse was war, dass wir den zweiten Punkt Wasserpreise nämlich auch nochmal kurz uns dann gleich besprechen. Aber vielleicht sollten wir erstmal den ersten Punkt, jetzt diese Umwandlungsgeschichte, überlegen, wie Heiko da morgen oder wie ihr da morgen im Hauptausschuss abstimmt. Also wie gesagt, man kann zustimmen, ich habe mich aus genannten Gründen gestern enthalten. Ich habe mich auf die Liste gesetzt, dann Heiko auf jeden Fall. Ich war gestern auch dabei, ich kann Pavels Gründe auf jeden Fall nachvollziehen. Es ist so, dass diese Vorlage ist halt nach dem Motto, ist ja eh klar, brauchen wir uns nicht drum kümmern. Ja, also in Erwartung eines entsprechenden Abstimmungsverhaltens im Abgeordnetenhaus hat die Senatsverwaltung für Wirtschaft sich offensichtlich nicht im Ansatz Gedanken darum gemacht, wie man so einen Eingriff in dieses landeseigene Unternehmen begründen kann. Das ist Pavel da sehr erpicht drauf, sitzt ja auch im Beteiligungsmanagementsausschuss und kennt sich damit aus. Insofern kann ich die Argumentation verstehen und für einen Fachausschuss ist es genau das Richtige. Ich wird mal aus der anderen Richtung argumentieren. Warum die das machen, ist, weil sie das Gefühl haben, sie müssen es machen. Auf die wächst natürlich der Druck, jetzt mit der rekommunalisierten BWB auch mehr zu machen, als die Wasserpreise zu senken oder nicht zu senken und darüber sich zu streiten, sondern auch strukturell was zu verändern für die Beschäftigten, was zu verändern, die Mitspracherechte zu verbessern und so weiter und so fort. Damit einhergehend, und das ist ja auch in dieser ganzen Rekommunalisierungsdebatte immer wieder aufgekommen, ist eine Änderung, eine Umwandlung des Rechtsstatuses der Holding gewesen, und das haben sie jetzt einfach gemacht, allerdings ohne, und das wäre für mich das unabhängig vom, was kriegst du so? Ich krieg's überhaupt nicht, mach weiter. Okay, ohne all die anderen Dinge, die diskutiert wurden, die sinnvoll sind, damit zu planen, überhaupt zu diskutieren. Also die ändern jetzt diese Rechtsform. Wir haben, ich weiß gar nicht, was bei uns mal im Liquid Feedback stand, haben wir lange darüber diskutiert, anstatt öffentlichen Rechts, GmbH, nicht GmbH, von einer Publikumsgesellschaft in eine GmbH. Das ist erstmal okay, aber alles, was damit zusammenhängt, was man mit dieser Gesellschaft denn machen können wollen würde, ja, was jetzt aus der Rekommunalisierung kommt, das wird überhaupt nicht diskutiert. Und das wäre mein politische Kritikpunkt dran. Also das ist auch das Interesse des Senates, jetzt so eine Vorlage zu liefern, dass man sagt, ja, wir haben doch strukturell was gemacht, wir haben das in eine GmbH umgeändert. So. Sonst bleibt alles gleich, es wird überhaupt nicht mit den neuen Eigentumsverhältnissen umgegangen in dem Dings, das passiert dann vielleicht irgendwie, wenn es eine Mittelfristplanung oder was weiß ich geht, das weiß ich nicht, aber nicht strukturell. So. Und das wäre meine Kritik an der Vorlage. Ich finde, eine Enthaltung ist okay. Ich meine, gestern war jetzt schon Presse dazu da. Da stand dann halt auch alle außer den Piraten, finden die Umwandlung gut. Wir finden die Umwandlung ja auch gut, nur das nur alleine bringt sie eigentlich auch nichts. Dann kann man sich entscheiden, ob man jetzt dann trotzdem zustimmt und erwartet, dass da mehr passiert. Ja? Oder nicht. Ich glaube auch nicht, dass das unternehmensstrukturell oder aus dem Beteiligungsmanagement zu begründen ist, was man da tut. Das ist eine politische Entscheidung, die müsste man auch politisch begründen. Ja. Möchte man gerne haben, man möchte gerne Zugriffsrechte haben, stärkere
Bon. Also ich würde das auch euch überlassen, wie ihr das, euch da entscheidet. Ablehnen würde ich es auf keinen Fall. Zustimmen kann man dem aber eigentlich auch unter der Kritik, die ich gerade genannt habe. Heiko. Ja, ich würde das erstmal morgen einfach mit dem Finanzsenat abgleichen. Also ich würde quasi die gleichen Fragen, die du dem Wirtschaftssenat, die halt so beantwortet sind, dem Finanzsenat fragen und dann einfach mal heraushören, ob da entweder andere Antworten kommen oder weitergehende Begründungen. Und dann davon abhängig machen, ob da was Substanzielles kommt oder ob da nichts Substanzielles kommt. Und dann schauen wir mal, ob der Finanz... Also der Wirtschaftssenat wird ja morgen... Es ist in der Tagesordnung, es ist unter Finanzen. Kann sein, dass er auch hinten mit da sitzt, aber also der, es ist vorne halt eingegliedert. Dementsprechend wird auch der Finanzsenat direkt antworten. Dann schauen wir mal, was da für Antworten kommen von dem. So, dann ist Pavel und danach Alexander Spieß. Ja, ich hatte noch zwei Dinge vergessen, genau, was mich auch geärgert hat. Also erstmal das Ziel, dass man jetzt diese extrem komplizierte Gesellschaftsstruktur, die man da bei den Wasserbetrieben hat, die halt nur nötig geworden ist wegen der Privatisierung, dass man die jetzt wieder eindampft und vereinfacht, das ist nur konsequent und richtig so. Was mich aber geärgert hat, ist, dass das gar nicht im Antrag steht, aber damit das Ganze sozusagen begründet wird mit dieser Vereinfachung, aber von der Vereinfachung ist jetzt erstmal im Antrag nur, wie gesagt, bleibt erstmal nur die Umwandlung einer Gesellschaft. Ich meine, Vermutung ist einfach, da kannst du vielleicht auch nochmal dann morgen nachhaken, dass halt es vor allem um steuerliche Aspekte geht, weil wegen unserem beknackten Steuerrecht ist es halt nicht ganz einfach, so eine Gesellschaftsstruktur irgendwie wieder zusammenzufalten, gerade was halt so Verlustvorträge angeht, kann das halt ganz leicht sein, wenn du irgendwie dran rumbastelst, dass du die ganzen Verlustvorträge verlierst und dann halt das steuerlich sich extrem problematisch auswirkt. Und meine Vermutung war, dass es halt, wie gesagt, steuerlich nicht ganz einfach wird, das Ganze wieder zusammenzufalten und dass sie darüber aber nicht so öffentlich reden wollen, weil das so ein bisschen eine Gratwanderung ist. Das ist, wie gesagt, meine Vermutung an der Stelle. Aber wie gesagt, das war der weitere Punkt, der mich geärgert hat, ist, dass sie in der Begründung Sachen drinstehen haben, die mit dem Antrag nur sehr indirekt zu tun haben. So, Alexander Spieß. Ja, ich wollte nur sagen, aus meiner Sicht ist die Enthaltung okay und das kann man auch sehr gut mit unserer Ansicht der Dinge begründen, weil Pavel hat es gesagt, dass diese komplizierte Struktur nicht mehr notwendig ist. Ist klar, dass man das ändert, ist klar. Aber wenn man das schon ändert, dann sollte man das weiterentwickeln Richtung eben kommunale Beteiligung, auch der Nutzerinnen und Nutzer. Und das alles passiert nicht, weshalb sollten wir dem dann einfach so zustimmen. Nicht? Also insofern würde ich auch argumentieren. Sehr schön. Pavel hat noch was, bitte? Ja, nur ein Satz. Ich finde das in Ordnung, wenn wir einfach sagen, wir haben das jetzt, ich glaube, wir sind alle jetzt auf dem Stand, wenn ihr morgen nochmal einfach im Hauptausschuss ein bisschen nachhakt und dann tatsächlich abhängig von dem, was da vom Senat kommt, ihr euch überzeugen lasst oder auch nicht, finde ich ganz in Ordnung. Ah, da bin ich, glaube ich, nicht da leider, sonst würde ich da auch gerne noch rumgucken. Aber genau, also wie gesagt, nicht, dass jetzt, weil dann immer wieder gesagt wird, hier der Pavel, der stimmt anders ab als der Rest der Fraktion, so finde ich gut, dass du das aufgeworfen hast und ist auch total nachvollziehbar an der Stelle. Wollen wir noch über die Zinsen reden oder? Ja, okay, dann mach mal los. Ja. Genau, das zweite Thema, über das halt gestern diskutiert wurde, worüber wir aber nicht abstimmen, weil der Senat das halt per Rechtsverordnung regelt, ist nämlich die Festsetzung der sogenannten Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals, in dem Fall halt der Wasserbetriebe und halt auch, in dem Fall noch BSR war das so. Wenn wir jetzt erstmal vor allem auf die Wasserbetriebe jetzt konzentrieren,
Weil das, also diese Debatte ist jetzt schon zum dritten Mal geführt worden in genau derselben Form, dass man gesagt hat, die Zinsen sind zu hoch. So. Und es ist halt im Betriebegesetz relativ genau, also für gesetzliche Verhältnisse, finde ich, ist es dort, also für Berliner Verhältnisse ist es dort relativ genau geregelt, wie die Zinsen zu berechnen sind, nämlich die Untergrenze ist der 20-jährige Durchschnitt 10-jähriger Staatsanleihen, so, der derzeit bei 3,9% liegt. Das heißt, müssen halt mindestens 3,9% sein, steht im Gesetz. Und des Weiteren, die Obergrenze wird letztendlich gebildet wiederum durch die Rendite, ich glaube auch, also langfristiger Anlagemöglichkeiten, durchaus auch also Aktien von großen Unternehmen und dort auch ein gewisser Durchschnittswert, sodass die Beratungsgesellschaft irgendwie gesagt hat, glaube ich, maximal 6,9 oder sowas, müsste ich jetzt nochmal die genaue Zahl nachgucken, aber so knapp unter 7% ist sozusagen die Obergrenze, an die man rangehen könnte. Und ja, in dem, das ist letztlich der politische Spielraum, der vorhanden ist, vom Hintergrund der aktuellen Gesetzeslage. Für andere Dinge müssen wir halt das Gesetz ändern. So, jetzt kam halt Kritik, insbesondere aus den anderen Oppositionsparteien, dass sie gesagt haben, ist zu hoch, weil letztlich wirkt sich das Ganze auch durchaus auf den Wasserpreis aus. Also da gäbe es noch Zinssenkungsspielraum, der wiederum dann eine Senkung der Wasserpreise nach sich ziehen würde. Und auch die Koalition hat gesagt, ja, sie könnten sich vorstellen, vielleicht im nächsten Jahr auch nochmal runterzugehen und damit die Wasserpreise zu senken. Wobei, Schelm, wer dabei Böses denkt, da die, wenn die Zinsen weiter unten bleiben und die, auch die Anlagerenditen weiter unten bleiben, wird sich halt ohnehin dieser gesetzliche Spielraum nach unten bewegen. Das heißt, es könnte sein, dass man da ohnehin gezwungen sein wird, mit den Zinsen runter zu gehen. Einfach so. Die Frage ist natürlich, trotzdem wird es einen Spielraum geben. Und die Frage, die ich mir jetzt auch gestellt habe und so, natürlich kann man erstmal sagen, okay, wir sind alle natürlich für niedrige Wasserpreise, aber das schlägt natürlich am Ende des Tages, jetzt wo wir rekommunalisiert sind, zwar nicht direkt, aber ja, indirekt am Ende auf den Haushalt durch. Und die Frage, die ich mir dann natürlich stelle, ist, okay, ist es jetzt, also wollen wir politisch die Wasserpreise weiter senken, zumal, wenn ich mal geguckt habe, durch die Senkungsverfügung des Bundeskartellamts sind wir jetzt bei den, meiner Meinung nach, bei den Verbrauchspreisen liegen wir knapp über dem Bundesdurchschnitt, also sie sind deutlich zurückgegangen und wir haben, glaube ich, mit den niedrigsten Grundgebühren in Berlin, sodass man jetzt eigentlich sagen könnte, okay, es ist jetzt nicht mehr so wie früher, wo Berlin das teuerste Wasser hatte zu privatisierten Zeiten, sondern da ist jetzt eine gewisse Normalisierung eingetreten. Die Frage, die ich mir gestellt habe, okay, fordert man jetzt noch eine weitere Senkung der Wasserpreise über die Absenkung indirekt des Zinssatzes oder sagen wir vor dem Hintergrund, dass die Schulen kaputt sind, die Hochschulen kaputt sind, die Straßen kaputt sind, dass vielleicht die Wasserpreise jetzt, dass das jetzt nicht unbedingt sinnvoll ist, vor dem Hintergrund die zu senken. Zweiter Punkt ist natürlich, das Wasser wird teurer werden irgendwann, weil der Verbrauch zurückgeht, so, während die Kosten steigen. Das heißt, die Kostenstruktur der Wasserwerke, ich meine, ich sehe das im Beteiligungsausschuss, durch den zurückgehenden Verbrauch sinken die Kosten einfach natürlich nicht im selben Maße, weil du jetzt nicht die Rohre kleiner machen kannst oder so und die sind ohnehin unterausgelastet. Das heißt, jeder, der spart, der Wasser spart im Moment, sorgt dafür, dass die Wasserpreise bei insgesamt nach oben gehen. Das heißt, das Problem wird auch auf uns zukommen, dass
ja, Wasser halt immer teurer werden wird. So. Auf der anderen Seite, jetzt wo rekommunalisiert ist, kann jetzt keiner wieder auf die Privaten schimpfen, sondern wird halt der Druck auf die Politik, oh mein Gott, wir müssen die Wasserpreise erhöhen, das geht ja nicht, wird also tendenziell auf jeden Fall zunehmen in dem Bereich. Plus, wenn jetzt die Zinsen wieder anfangen zu steigen, aufgrund dieser 20-Jahres-Durchschnittsregelung, wird man auch Probleme haben, dann eventuell wieder die Verzinsung nach oben zu bringen, weil die wird dann wiederum eine Zeit lang unten bleiben. Deswegen war halt meine Überlegung, okay, an sich sollte man es vielleicht tendenziell eher so lassen, wie es ist. Und jetzt auf der anderen Seite ist natürlich schön, also aus politischer Sicht ist natürlich großartig populistisch zu sagen, ja, wir sind für die Senkung der Wasserpreise, weil dann ja, müssen alle weniger für Wasser bezahlen und wir sind die Helden. Heiko. Ja, das ist nachvollziehbar. Das ist nicht nur ein haushalterischer Punkt, sondern wir sind ja auch an der Vorbereitung von allen möglichen Sachen, wie wir die Wasserqualität in Berlin allgemein ändern wollen. Wir sind auch der Meinung, dass die Berliner Wasserbetriebe riesige Überlaufbecken überall in Berlin hinbauen sollen, damit das nicht immer alles in die Spree fließt und ähnliche andere Sachen. Das sind alles, die komplette Infrastruktur muss angepasst werden von den Wasserbetrieben eigentlich auf die Zukunft. Also eigentlich müssen da sowieso riesige Investitionen und eigentlich müsste man das ganze Geld, was von den Wasserbetrieben derzeit an den Landeshaushalt zurückfließt, nicht allgemein verteilen, sondern eigentlich genau wieder zurück ins Unternehmen mit einem Zuschuss über die Haushaltsberatungen schmeißen, damit es genau für diese Zwecke, wofür es auch eingenommen wird, auch wieder im Unternehmen eingesetzt wird. Also eigentlich müsste man bei den Haushaltsberatungen dann quasi wieder dafür sorgen, dass die Einnahmen der Wasserbetriebe auch bei den Wasserbetrieben dann wieder landen, damit diese ganzen Zwecke auch umgesetzt werden. Und von der Hinsicht ist das dann auch in Ordnung, dann habe ich es auch alles verstanden. Es war halt nur, ich habe halt nur in der Presse gelesen, Piraten sind dagegen und dachte mir, worum ging es denn genau? Und das war so, das. Ja, ich habe dann halt, bevor man dann halt irgendeinen Blödsinn twittert, schreibt man eine E-Mail und fragt nach. Pavel. Ja, genau. Eine Sache vielleicht noch in Richtung, sagen jetzt Sozialpolitiker vielleicht. Was mir aufgefallen ist bei der Sache ist, dass die Tatsache, dass die Grundgebühren in Berlin mit 17,90 Euro gegenüber teilweise 50 bis 100 Euro, also jährlichen in anderen Ländern, in Verbindung mit den Verbrauchspreisen dazu führen, dass kleine Haushalte, also Einpersonenhaushalte, ziemlich günstig wegkommen, während halt Familien überproportional belastet werden. Das heißt, wenn es beim Wasserpreis, meiner Meinung nach, wenn man da Anpassungen wollte, gefühlt erstmal, also sollte man sich vielleicht näher nochmal angucken, wäre es sinnvoll zu sagen, okay, auch vor dem Hintergrund, dass die Mengen immer weiter zurückgehen, das werde ich dann auch nochmal im Beteiligungsausschuss beim nächsten Mal thematisieren, warum man nicht mit dem Grundpreis hochgeht und mit dem Verbrauchspreis noch ein bisschen runter. Und das wäre auch familienfreundlicher. Aber gut, das war jetzt der Punkt. Ich meine, abstimmen müssen wir halt nicht darüber, aber falls irgendwie das Ganze wird auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal eine Debatte geben. Und insofern würde ich gerne mal hören, wie ihr das so seht, Thema Wasserpreise rauf, runter lassen. Also ich bin immer dafür, wenn Verbraucherpreise sinken, aber das ist halt die Frage, was dann damit einhergeht. Du hast ja ganz gut dargestellt, dass das nicht für sich alleine genommen irgendwie so steht. Ich finde auch witzig, die Koalition könnte ja auch einfach sagen, so nö, machen wir nicht, wir haben dafür gute Gründe. Stattdessen rennt sie halt ständig den Forderungen von Öffentlichkeit und Opposition hinterher und erzählt halt, sie macht es ja auch nicht immer. Ja? Also sie erzählt halt ja ganz oft nur, dass sie die Wasserpreise sind, obwohl sie es gar nicht tut. Das müsste sie ja gar nicht. Also egal. Kriegen wir jetzt, glaube ich, nicht geregelt, aber danke, dass du das nochmal erklärt hast. Ist jetzt auch im Stream und kann dann hinterher nachgehört werden. Ich habe für Sonstiges nichts weiter. Ist noch was von eurer Seite? Nö. Dann unterbreche ich die Sitzung für 10 Minuten. Also mal bis 20 und ein bisschen mehr als 10 Minuten, damit man einen klaren Schnitt hat, streamen kann, abbauen und dann machen wir nicht öffentlichen Teil weiter.